Wie schnell oder wie langsam läuft eine chemische Reaktion ab? Das ist die Frage, die man sich in der Reaktionskinetik stellt. Während in der Thermodynamik die Frage nach dem Antrieb, nach Delta G, entscheidend ist, fragt man sich in der Kinetik, wie groß ist die Reaktionsgeschwindigkeit R? Und welche Parameter ändern die Reaktionsgeschwindigkeit? Wir betrachten einen einfachen Prozess. Ausgangsstoffe A reagieren zu Produkten P. Während des Prozesses ändern sich die Konzentration aller Reaktanten mit der Zeit. Die blaue Kurve beschreibt die Abhängigkeit der Konzentration des Eduktes mit der Zeit. Die Steigung dieser Kurve entspricht der Zerfallsgeschwindigkeit. Die rote Kurve beschreibt die Konzentration der Produkte mit der Zeit. Die Steigung dieser Kurve beschreibt die Bildungsgeschwindigkeit. Die Einheit der Reaktionsgeschwindigkeit ist entsprechend Konzentration pro Zeit. Die Bildungsgeschwindigkeiten sind positiv, die Zerfallsgeschwindigkeiten sind negativ. Wir können die klassische Reaktionsgeschwindigkeit eines Prozesses ausdrücken, indem wir die Bildungs- oder Zerfallsgeschwindigkeit durch die stöchiometrischen Umsatzzahlen nü dividieren. Mikroskopisch veranschaulicht man sich einen chemischen Prozess häufig so, dass die Ausgangsstoffe über eine Energiebarriere hinweg müssen, um zu den Produkten zu gelangen. Diese Energiebarriere wird als Reaktionsprofil dargestellt. Neben der genauen Struktur des Reaktionsprofils ist die Konzentration der Edukte und die Temperatur ausschlaggebend für die Reaktionsgeschwindigkeit. Rein phänomenologisch können wir festhalten, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von einer Reihe von Parametern abhängt, zum Beispiel das Lösemittel, ein Katalysator, die Temperatur, die Phasengrenzfläche und die Konzentration der Edukte. Die ersten vier Parameter können wir gut konstant halten und dann zu einer Konstante K zusammenfassen. Der Ausdruck, der jetzt hier formuliert ist, heißt Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz. Die Geschwindigkeit hängt ab von der Konzentration der Edukte. Das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz kann nur für Elementarreaktionen vorausgesagt werden. In der Regel muss es experimentell ermittelt werden. Das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz hat oft die Form einer Potenzfunktion. Die Exponenten der Konzentration nennt man die Ordnung der Reaktion. Bei Reaktionen mit mehreren Edukten hat man entsprechend mehrere Ordnungen. Die Ordnung gibt an, wie empfindlich die Reaktionsgeschwindigkeit auf eine Konzentrationsänderung reagiert. Der Zerfall von N2O5 ist eine Reaktion erster Ordnung. Die Geschwindigkeit ist proportional der N2O5-Konzentration. Der Zerfall von NO2 ist eine Reaktion zweiter Ordnung. Die Geschwindigkeit dieser Reaktion ist proportional dem Quadrat der NO2-Konzentration. Die Reaktion CO plus N2O ist insgesamt zweiter Ordnung. Wir haben erste Ordnung bezüglich jede der Edukte. Die Geschwindigkeit des enzymatischen Abbaus von Ethanol ist nicht von der Konzentration abhängig. Hier haben wir eine Reaktion nullter Ordnung. Auch gebrochene Reaktionsordnungen sind möglich. Der Zerfall von Acetaldehyd folgt einem Geschwindigkeitsgesetz 1,5. Ordnung. Bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Reaktionsgeschwindigkeit unabhängig von der Eduktkonzentration und damit über die gesamte Reaktionszeit konstant. Das bedeutet, dass die Konzentration der Edukte linear mit der Zeit abnehmen. Eine mechanische Analogie für eine Reaktion nullter Ordnung sieht so aus, dass wir aus einem Gefäß A permanent die gleiche Menge Flüssigkeit entnehmen und diese in ein Gefäß P entleeren. Der Füllstand in den jeweiligen Behältern ist ein Maß für die Konzentration von A und P. Das Volumen des Transportbehälters ist ein Maß für die Geschwindigkeitskonstante K. Das Geschwindigkeitsgesetz ist eine Differentialgleichung. Durch Integration erhält man die Abhängigkeit der Konzentration von der Zeit, das sogenannte integrierte Geschwindigkeitsgesetz. Für eine Reaktion nullter Ordnung ist das integrierte Geschwindigkeitsgesetz eine Geradengleichung. Eine wichtige Kenngröße eines Prozesses ist die Halbwertszeit, die Zeit, nach der die Konzentration auf die Hälfte des Ausgangswertes abgesunken ist. Diese Halbwertszeit kann mit dem integrierten Geschwindigkeitsgesetz leicht ausgerechnet werden, A0 durch 2K0. Die Halbwertszeit einer Reaktion nullter Ordnung ist nicht konstant, sondern wird mit der Zeit immer kürzer.
Reaktion erster Ordnung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionsgeschwindigkeit proportional zur Eduktkonzentration ist. In unserem mechanischen Analogon transportieren wir jetzt Flüssigkeit mit einer Pipette von Behälter A nach Behälter P. Das bedeutet, die transportierte Flüssigkeitsmenge wird immer kleiner. Der Durchmesser der Pipette korreliert mit der Geschwindigkeitskonstante K. Wenn wir das Geschwindigkeitsgesetz einer Reaktion erster Ordnung integrieren, erhalten wir eine E-Funktion. Die Konzentration nimmt also bei einer Reaktion erster Ordnung exponentiell mit der Zeit ab. Entsprechend ist die Halbwertszeit hier konstant. Der Zerfall von NO2 ist ein Prozess zweiter Ordnung. Das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional der Konzentration von NO2 zum Quadrat. Wenn die NO2-Konzentration auf die Hälfte absinkt, sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit auf ein Viertel ab. Die hier projizierte nukleophile Substitution ist erster Ordnung bezüglich jedes der Reaktanten und insgesamt zweiter Ordnung. Gleiches gilt für die Ester-Spaltung, erster Ordnung bezüglich Ester und Hydroxid, Gesamtordnung 2. Wenn wir eine einfache Reaktion zweiter Ordnung haben und das Geschwindigkeitsgesetz integrieren, erhalten wir diesen Zusammenhang zwischen der Konzentration und der Zeit. Die Halbwertszeit bei dieser Reaktion wird immer länger. Die Halbwertszeit bei dieser Reaktion wird immer länger. Von 10⁻ halbe auf 10⁻ viertel dauert es doppelt so lang wie von 10⁻ auf 10⁻ halbe. Wenn wir eine Reaktion, die zweimal die Teilordnung 1 hat, überstoichiometrisch durchführen, wird die Integration des Geschwindigkeitsgesetzes etwas komplizierter. Wir erhalten dann diese Form des integrierten Geschwindigkeitsgesetzes. Wenn eines der Edukte jedoch im großen Überschuss vorliegt, erhalten wir wieder eine einfache Exponentialfunktion, wie bei einer Reaktion erster Ordnung. Man spricht dann von einer Reaktion pseudo-erster Ordnung. Hier eine Zusammenstellung zur Reaktion nullter erster und zweiter Ordnung. Bei nullter Ordnung ist die Reaktionsgeschwindigkeit konstant. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz liefert eine Gerade. Bei einer Reaktion erster Ordnung ist die Halbwertszeit konstant. Die Auftragung des Logarithmus von der Konzentration gegen die Zeit liefert eine Gerade. Bei einer Reaktion zweiter Ordnung liefert die Auftragung des Kehrwertes der Konzentration gegen die Zeit eine Gerade. Die Steigungen dieser Geraden entsprechen jeweils den Geschwindigkeitskonstanten. Beachten Sie, dass die Geschwindigkeitskonstanten unterschiedliche Einheiten haben, je nach Reaktionsordnung. Die Halbwertszeit ist nur bei einer Reaktion erster Ordnung konstant. Bei einer Reaktion nullter Ordnung wird sie immer kürzer, bei einer Reaktion zweiter Ordnung wird sie immer länger. Die Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit wird durch das Geschwindigkeitsgesetz beschrieben. Die Temperaturabhängigkeit wollen wir jetzt diskutieren. Die Geschwindigkeitskonstante der meisten Reaktionen ist temperaturabhängig. In der Regel nimmt die Konstante sehr stark zu, wenn wir die Temperatur erhöhen. Von van 't Hoff stammt die sogenannte RGT-Regel, die besagt, dass 10 Kelvin Temperaturerhöhung eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten entspricht. Arrhenius hat diesen Zusammenhang etwas quantitativer formuliert. Arrhenius entspricht die Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante von der Temperatur der Funktion k gleich a mal e hoch minus pa durch rt, die berühmte Arrhenius-Gleichung. Ea ist die Aktivierungsenergie in Kilojoule pro Mol und a ist der Frequenzfaktor oder präexponentieller Faktor, der die gleiche Einheit hat wie die Geschwindigkeitskonstante. Mit diesen beiden Parametern hat man die Temperaturabhängigkeit eines Prozesses beschrieben. Die Aktivierungsenergie entspricht der Energieschwelle im Reaktionsprofil, die überschritten werden muss, damit der Prozess abläuft. Der Frequenzfaktor entspricht dem Grenzwert der Reaktionsgeschwindigkeit bei unendlich hoher Temperatur. Die direkte Auftragung von K gegen T ergibt also eine Exponentialfunktion. Man kann diese Exponentialfunktion gerade biegen, indem man den Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante gegen den Kehrwert der Temperatur aufträgt, die berühmte Arrhenius-Auftragung. Die Steigung der Geraden in der Arrhenius-Auftragung ist gekoppelt mit der Aktivierungsenergie, der Achsenabschnitt mit dem Frequenzfaktor.
Aus der Arrhenius-Auftragung kann man auch Geschwindigkeitskonstanten für beliebige Temperaturen extrapolieren. Beispielsweise wurde der Verfall von Ethylamin bei verschiedenen Temperaturen untersucht. Die Geschwindigkeitskonstanten wurden nach Arrhenius aufgetragen. Der Arrhenius-Plot ergibt einen Achsenabschnitt von 25,12. Aus dem Achsenabschnitt können wir den Frequenzfaktor zu 8 mal 10 hoch 10 Einzelsekunden ermitteln und die Aktivierungsenergie ergibt sich aus der Steigung zu 176,4 kJ pro Mol. Mit diesen beiden Koeffizienten können wir jetzt die Geschwindigkeitskonstante für beliebige Temperaturen nach Arrhenius ausrechnen. Wir schauen uns eine SN2-Reaktion auf molekularer Ebene an. Die Edukte nähern sich einander an, Bindungen werden gedehnt, neue Bindungen bilden sich, generell geht die potentielle Energie nach oben. Die potentielle Energie erreicht ein Maximum im sogenannten Übergangszustand. Eine chemische Reaktion besteht also in der Bildung und im Zerfall eines aktivierten Komplexes, eines Übergangszustandes durch ein Doppelkreuz symbolisiert. Wir wollen entsprechend den Zerfall von Wasserstoff in die Elemente auf atomarer Ebene diskutieren. Zwei HI-Moleküle stoßen zusammen, die potentielle Energie erhöht sich, wir erhalten den aktivierten Komplex. Die Aktivierungsenergie, der Unterschied zwischen Edukten und aktivierten Komplex, ist 1,45 Elektronenvolt. Wenn wir den Aktivierungsberg überschritten haben, erhalten wir die Produkte, Wasserstoff und Jod. Die Produkte liegen um 0,54 Elektronenvolt, energetisch niedriger als die Edukte. Das ist die Reaktionsenthalpie. Wir wollen eine einfache SN2-Reaktion noch ausführlicher diskutieren. Dazu tragen wir die potentielle Energie des Gesamtsystems auf gegen die Abstände AB und BC und erhalten ein dreidimensionales Energieprofil dieser Reaktion. Von den Edukten zu den Produkten führen verschiedene Wege. Es gibt einen ausgezeichneten Weg, der über den geringsten Energieberg verläuft. Das ist dieser Weg. Das ist die Reaktionskoordinate. Wir können eine Reaktion deutlich beschleunigen, wenn wir die Energie des Übergangszustandes erniedrigen. Dies geschieht in der Katalyse in der Art und Weise, dass man einen komplizierteren Reaktionsweg wählt, der aber eine geringere Aktivierungsenergie besitzt. Minima im Reaktionsprofil entsprechen Zwischenprodukten, Maxima im Reaktionsprofil entsprechen Übergangszuständen oder aktivierten Komplexen durch ein Doppelkreuz gekennzeichnet. Eine Reaktion besteht aus der Bildung und dem Zerfall des Übergangszustandes. In der Stoßtheorie macht man die Annahme, dass die Teilchen mit einer gewissen Mindestenergie zusammenstoßen müssen, um den Übergangszustand zu bilden. Die meisten Zusammenstöße haben diese Mindestenergie nicht, führen also nicht zum Übergangszustand. Nur wenige Zusammenstöße sind energiereich genug, um den Übergangszustand zu bilden. Die meisten Stöße können also im Reaktionsprofil den Energieberg nicht erklimmen. Nur wenige Stöße schaffen es, den aktivierten Komplex zu erreichen und dann weiter zu reagieren. Die Energieverteilung in einem Gas lässt sich nach Maxwell-Boltzmann beschreiben. Bei 300 Kelvin haben zum Beispiel nur 2 ppb aller Teilchen eine Energie von 50 kJ pro Mol und größer, entsprechend dem Integral unter der Maxwell-Boltzmann-Kurve hier grün gezeichnet. Bei einer Temperaturerhöhung um 73 Kelvin haben schon 100 ppb aller Teilchen diese Mindestenergie. Entsprechend würde sich nach der Stoßtheorie die Reaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 50 erhöhen. Nach der Eulentheorie existiert ein quasi Gleichgewicht zwischen den Edukten und dem Übergangszustand. Dieses Gleichgewicht wird thermodynamisch behandelt und die Gleichgewichtskonzentration des aktivierten Komplexes berechnet. Die Reaktionsgeschwindigkeit ergibt sich dann aus der Konzentration des aktivierten Komplexes multipliziert mit einem Zerfallsfaktor. Die resultierende Eyring-Gleichung besagt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von der Aktivierungsenthalpie und von der Aktivierungsentropie abhängig ist. Wir können nun viele Einflüsse, zum Beispiel vom Lösemittel oder von Fremdionen, auf die Reaktionsgeschwindigkeit diskutieren mit Hilfe der Eyring-Gleichung. Jede Maßnahme, die den Instabilitätsunterschied zwischen Edukten und Übergangszustand vermindert, beschleunigt die Reaktion, hier grün gezeichnet. Jede Maßnahme, die diesen Instabilitätsunterschied vergrößert, rot gezeichnet, verlangsamt die Reaktion.
Die Reaktion von einem doppelt geladenen Kobaltkomplex mit Hydroxidionen in einem unpolaren Lösemittel hat dieses Reaktionsprofil. Wenn wir zu einem polaren Lösemittel wechseln, stabilisieren wir sowohl die Edukte als auch den Übergangszustand. Die Edukte werden jedoch aufgrund der größeren Ladung stärker stabilisiert und im Endeffekt haben wir eine Vergrößerung der freien Aktivierungsenthalpie, bedeutet eine Verlangsamung des Prozesses. In polaren Lösemitteln ist dieser Prozess langsamer. Das Umgekehrte gilt für Reaktionen zwischen gleichnamig geladenen Ionen. Hier ist die Reaktion in polaren Lösemitteln schneller. Reaktionen zwischen Ionen und Neutralteilchen sind unbeeindruckt von Polarität und Ionenstärke. Reaktionen zwischen gleichnamig geladenen Ionen werden beschleunigt durch polare Solvenzien und Ionenstärke. Das Umgekehrte gilt für Reaktionen zwischen ungleichnamig geladenen Ionen.